Sonntagvormittag, reges Treiben beim Check-in. Im ersten Stock im Sky Gourmet Restaurant bekommt man davon nichts mit. Von drinnen aus kann man den Blick auf das Rollfeld kulinarisch genießen. Sonntags ab 11 Uhr gibt es im Sky Gourmet Champagner Brunch. Warmes sowie kaltes Buffet inklusive Champagner oder frisch gepressten Saft. In Gerald Überreiters Pfanne brutzelt bereits das Gemüse. Ich habe da heute ein steirisches Rührei. Das ist mit Gemüse. Das schwenken wir uns schön an. Dann geben wir ein Rührei dazu. Zum Rührei gebe ich gleich Butter dazu, dass es schön cremig ist, schön fein im Geschmack nachher. Und zum Schluss geben wir dann noch ein Kürbiskernöl drüber und das wär's dann. Regionale Schmankerl auf den Tellern, natürlich immer der jeweiligen Saison angepasst. Die Themenschwerpunkte wechseln eben. Also momentan haben wir zum Beispiel Aufsteirern, passend zur Saison mit Kürbis und Pilzen. Wir haben heute auch einen Winzer direkt vor Ort, der seine Weine ein bisschen vorstellt und wo man verkosten kann. Es ist ja eigentlich erwiesen, dass man am Vormittag sehr sensibel ist in der Nase und auch am Gaumen und deswegen eigentlich der frühe Vormittag sozusagen ein idealer Zeitpunkt ist, Weine zu genießen und zu probieren. Das Fernweh packt einen schnell bei diesem Anblick. Der besondere Flair ist eben das Panoramafenster. Man kann das ganze Fluggeschehen ein bisschen mitverfolgen. Und wir richten uns eigentlich mit dem Restaurant nicht nur an Passagiere, sondern auch an Geschäftsessen, zum Beispiel aus der Umgebung, wenn man zum Mittag ein Lokal sucht oder auch einfach wirklich nur zum Flieger schauen oder mit der Familie. Ob Geschäftsessen in den angrenzenden Seminarräumen, Sonntagsbrunch mit Blick aufs Rollfeld oder Hochzeit mit anschließendem Flug in die Flitterwochen. Die Räumlichkeiten des Sky Gourmet Restaurants sind für jeden Anlass buchbar.